Ich finde Sunnys Feedback echt sehr stark. Das finde ich geil, Alter. Weil bei mir ist halt immer, ich sehe halt alles immer so aus der Sicht, erstens vom Producer, weißt du, so eher so Beats, ja, ja, abmischen und so weiter. Ich kann halt meistens nicht viel sagen zu Reimschemen und so weiter, weißt du? Und ja, wie man das alles aufbaut. Deswegen stelle ich mir immer, wenn ich was als Rapper jetzt dazu sagen möchte, dann vergleiche ich ja immer gerne auch mit mir, weißt du? So, dann gucke ich ja immer so, ey, okay, vielleicht hat er die Schwächen, weil ich kenne die Schwächen und ich weiß, wo man da überlegen muss. Und ich finde es geil, dass er zum Beispiel so rappt, wie er rappt, weil ich mache es nicht mehr so. Ich bin schon an dem Schema FF angepasst. So, dass es der Mainstream versteht. Und was vielleicht auch für die Rap-Kultur schon so sehr affin ist, wo die sagen, ah, okay, das ist der typische Rap, den man auf dieser BPM macht. Ja, ja. Aber ich beneide jeden, der vielleicht nochmal einfach so verspielt in den, der baut einfach irgendwie so Flows auf, die so, wo du denkst so, boah, da hätte ich jetzt einen Stopp gemacht. Der macht krass. Das erinnert mich, du hast das OG Kimo Mixtape noch nicht gehört, ne? Nee. Aber den Song mit Levin Liam? Nee. Auch nicht Bee Gees. Digga, ich dachte eigentlich, Levin Liam ist ein Sänger, der float da am Anfang durch. Wahnsinn. Ja, und genau da habe ich genau das gedacht, was du gerade gesagt hast. Ja. Man hat gemerkt, dass die einfach Spaß daran hatten und die haben einfach gemacht, worauf die Bock hatten. Dieses und genau das Gefühl hatte ich auch. Ja, Mann. Deswegen mache ich seit 5 Jahren wirklich fast eigentlich jede Woche Newcomer. Ja. Weil ich brauche das. Stell dir mal vor, du würdest nur Mainstream-Musik die ganze Zeit hören. Du würdest komplett diese Liebe und Leidenschaft in der Musik verlierst du ja. So, okay. Boah, das ist lecker. Meine Mutter ist eine Heilige, die Kindheit war gut. Wegen Papas kalter Art hab ich den Winter im Blut. Und ich liebte meinen Papa. Okay, nochmal zurück, nochmal zurück, nochmal zurück. Auch wenn er es nicht sagt. Cool, jetzt muss ich zuhören. Mama ist ne Heilige, die Kindheit war gut. Wegen Papas kalter Art hab ich den Winter im Blut. Und ich liebte meinen Papa und mein Papa mich auch. Auch wenn er's nicht sagen konnte, Mann, ich weiß es genau. Gefühle unterdrücken und dann lieber dran ersticken. Ich hab Lieder ohne Rhythmen, die das Licht der Welt vermissen. Es ist kalt hier, ich weiß dir, ist das scheißegal. Denn du bleibst hier, zeig's mir, lass mir keine Wahl. Denn ich will nicht wieder irgendwelche Frauen ficken, die mich überraschen, wie der Inhalt meines Down-Kissens. Die glauben, dass sie irgendwas Besonderes wären. Doch nur am Wochenende leben und die konnten lernen. Bei dir fühlt sich alles richtig an. Und ich stoß dich vor den Kopf, so wie Zinedine Zidane. Und ich geb dir das Benzin, also setz mich doch in Brand. Du kannst machen, was du willst, aber mach mich doch nicht krank. Ich bin kaputter, als du glaubst. Du eine wunderschöne Frau, eine Nummer, die ich brauch. Das geht unter deiner Haut und das sieht für mich so aus, so als wärst du für mich auch kaputt. Ich bin kaputter, als du glaubst. Du eine wunderschöne Frau, eine Nummer, die ich brauch. Das geht unter deiner Haut und das sieht für mich so aus, so als wärst du für mich auch kaputt. Boah. Und ich hab das, was du jetzt brauchst, hier in meinem Penthouse. Wärst du gerne meine erste bösartige Ex-Frau? Deine Optik ist zu viel für meine Netzhaut. Bist du denn die, wegen der ich keine andere brauch? Ich bin der beste deutsche Rapper bis zum Hank-Comeback. Und auch deswegen kniest du vor mir auf dem Holzpack. Boah, hat die Zeile wehgetan. Das habe ich nicht hast du verstanden. Hollywood Hank ist ja jetzt verstorben. Ach, hat er das gerappt? Und er hat gesagt, ich bin der beste Rapper bis zum Hank-Comeback. Oh, bis zum Hank, ja, okay. Oh. Die wegen der ich keine das war krass mit Hollywood Hank, ne? Ich bin der beste deutsche Rapper bis zum Hank-Comeback. Und auch deswegen kniest du vor mir auf dem Holzparkett. Vor meinem Box spring Bett für meinen Gott-Komplex. Jesus Christ, ich bin blessed like that. Und ich suchte nach einer Wohnung im Waldstraßenviertel, wo der Nachbar schaut, als ob man da nicht falsch packen dürfte. Heute piss ich aus dem Penthouse im Leipziger Süden. Auf jeden, der mal dachte, ich steh nicht auf eigenen Füßen. Dachtest du, mir würde diese Scheiße genügen? Heute mach ich jeden dieser Hippie-Leipziger wütend. So manche Alternative hat keine Gewalt über ihre biologischen Triebe. Aber ohne mich bitte. Ich bin kaputter, als du glaubst. Du eine wunderschöne Frau, eine Nummer, die ich brauch. Ich liebe die Hook irgendwie. Das sieht für mich so aus, so als wärst du für mich auch kaputt. Ich bin kaputter, als du glaubst. Du eine wunderschöne Frau, eine Nummer, die ich brauch. Das geht unter deiner Haut und das sieht für mich so aus, so als wärst du für mich auch kaputt. Wild. Und ich sehe, dass dein Leben gerade ein Chaos ist. Und ich merke, dass du auch in meiner Lage bist. Wenn du sagst, hey, ich will mit dir raus und ich küsse dich auf dem Weg. Und dann schaust du mich so an, als ob ich wüsste, wie das geht, Shorty.
als ob ich wüsste, wie das geht. Als ob ich wüsste, wie das geht. Cool. Boah, ich habe gerade so gerne einfach zugehört, ne? Es war absolut angenehm. Ey, das war so unglaublich harmonisch irgendwie, ne? Okay, der Song, also steht mal, der Song heißt kaputt, weil er hat ja viele Thematiken angesprochen, ne? Familie, dann, dass der Leute was beweisen möchte, die sagen, er kann nicht auf eigenen Füßen stehen, er hat aber das und das und er boxt sich durchs Leben und das macht ihn kaputt, glaube ich, so, ne? Vieles und sie ist anscheinend genauso kaputt. Sie ist genauso kaputt und er sieht, das hat schon was, das ist was Eigenes, fertig, ich will gar nichts sagen, super. Ich auch nicht. Ich muss halt ehrlich sagen, mich hat die Hook irgendwie abgeholt, weil die so leer war, aber trotzdem so aussagekräftig, weißt du? So die dieses, Hook war das Highlight. Ey, alleine dieses Ich merke, du bist auch kaputt. Guck mal, und dann diese leichte, du hast echt Gänsehaut. Ich krieg doch Gänsehaut. Weil krass! Ich fühle das. Voll. Ich fühle es, was der meint. Wenn ich Gänsehaut krieg, so, dann weiß ich, was er meint. Voll. Und ich muss auch ehrlich sagen. Ich kann dir nicht sagen, ich kann es dir nicht beschreiben, aber ich fühle, was er meint. Ja, aber das ist das größte Kompliment, glaube ich. Ne? Wir kommen zu Keris. Ja? Keris mit seinem Song Chaos. Okay, geh mal rein. Machen wir. Hallo, Emmy. Beschränke mich nur auf meinen Frieden, der Rest kann mir fern bleiben. Beschreibe das Leben in Sätzen und vergesse dabei die Leerzeichen. Die Arbeit, die ich investiere, begrenze ich gar nicht in Werkzeiten. Dass ich auf meine Gesundheit aufpasse, kann ich nicht gewährleisten. Ich hab mehr Zeit auf meinem Handy, die meinen ganzen Werdegang kennzeichnen. Befinde mich auf einer Route des Lebens ohne die Verkehrsstreifen. Ich komm der Schwäche entgegen, um Stärke zu finden, indem ich meinen Schmerz zeige. Möchte kein Mitleid erzeugen, sie sollten nur wissen, dass ich das hier ernst meine. Zweifel durchdringt meinen Körper und schädigt die Atemwege. Hab einen guten Kollegen eine Zeit lang verloren, weil er wollte verschiedene Farben zählen. Über 100 Probleme von mir sind ein Witz, was die Kinder im Krieg jeden Tag durchleben. Die Zeit ist begrenzt und das Grab meiner Tante hilft mir, alles wahrzunehmen. Während zu schlechten Gassons füllen sich die Pantalons mit L'Argent. Fermer sind alle die Chance, haben sich alles genommen davon. Mutter jusqu'au horizon, on finira sous béton, pardon. Da wo die Liebe mal war, befindet sich nichts mehr als Chaos. Ich liebe nix es, wenn er so singt, ne? À cause du l'argent, wir wollen raus hier. Doch wer sagt, dass wir ankommen? Klingt paradox, dass ich alles hier kinderleicht hinschreibe. Ich will das Beste für mich, aber missachte jegliche Sicherheitshinweise. Die Sonne hat uns schon verlassen, inzwischen sehe ich nur Gewitter in Sichtweite. Die Strahlen der Hoffnung schon lange gespalten, als wär's eine zersplitterte Lichtscheibe. Ich red mir täglich ein, ich würde es safe packen. Anstatt die Kontrolle zu halten, sehe ich meine Finger schon an der Escape-Taste. Bin ich der Typ, den du siehst, dass ich im Stress Zigaretten oder Vapes puffe? Mein Katalog spricht eine deutliche Sprache, was ich aus dem Pain mache. Es sind Gedanken wie diese, dass wenn es so weitergeht, ich einem Burnout so nah bin. Wie weil ich nur Wärme gab, mein Herz zum Schutz lieber kalt werden will wie Antarktis. Wie mit der Musik aufzuhören, Mon Ami, für mich ist dies mehr als nur Wahnsinn. Ich versuche zu atmen, Musik ist Luft, die ich brauch an den Tagen. Während zu schlechten Gassons füllen sich die Pantalons mit L'Argent. Fermer sind alle die Chance, haben sich alles genommen davon. Monte jusqu'au horizon, on finira sous béton, pardon. Da wo die Liebe mal war, befindet sich nichts mehr als Chaos. Ich muss jetzt mal Pause drücken. Ich liebe seine Gesangsstimme. Ja, ja. Ey, wirklich, Rap war alles clean und alles, ne? Aber mein Geschmack ist bei Keris dieser Gesang, diese Harmonien, die er singt. Ne? Ich mag bei Keris einfach immer dieses, der hat so was Unschuldiges, Ehrliches immer. Voll. Ich finde, weißt du, was der für Vibes hat? So diese Simba oder wie heißt der andere nochmal? Die Young Huren, Simba, Mako, so diese Leute, die so, weiß ich nicht, gar nicht in diese Deutschrap-Szene passen, weißt du? Weil die gar keine Negativität haben. Ja. Die haben gar nichts da drauf, irgendwie, was man, weiß ich nicht, ne? Ja, Young Huren, so dieses Süße, weißt du? Ja. Dieses Zerbrechliche. Ja, wobei Young Huren noch mal ein bisschen kaputter ist, so. Ja, aber halt dieses Süße. Vielleicht eher so Richtung Simba, weißt du? Ja, der hat was Unschuldiges. Und ich mag das ja, ich kenne ihn ja auch von Aykin Fee noch, von der Entwicklung und hinterher. Der hat sich da auch, im lyrischen Sinne hat er sich da ja auch immer ein bisschen
weiterentwickelt. Zum Beispiel ein Bild fand ich jetzt cool, das ist so Interpretation, was hast du nochmal gesagt? Irgendwas mit, der eine Freund hat die Seiten gewechselt, der wollte bunte Farben sehen, irgendwie so. Ja, für mehrere Farben gezählt, glaube ich, verschiedene Farben. Was heißt das, dass er zu Drogen gegriffen hat? Ja, gibt's viele Möglichkeiten, das zu interpretieren, glaube ich. Ne? Dann denke ich mir so, er will irgendwas uns erzählen und dann aber ein bisschen so mit Interpretations... Spielraum, ja. Das macht ein Kries in letzter Zeit ein bisschen so. Das ist, da hat er sich ordentlich weiterentwickelt. Also, der will auf jeden Fall keine Standardzeile schreiben. Das merkt man auch bei Kries. Der will keine Standardzeile schreiben. Aber ich finde auch, dass er macht sehr persönliche Musik, also gerade von den Zeilen her und so weiter. Aber ich finde, er, genau das, was du meintest gerade, er macht trotzdem noch so Sachen rein, wo man sich trotzdem noch fragt, was genau meint er? Auch wenn es zwar irgendwo persönlich etc. ist, ist trotzdem noch so. Ja, was meint er denn genau jetzt damit? Weißt du? So, es gibt ein paar Sachen, ne, die man sofort versteht, aber manche Sachen denkt man so, okay, und ich meine, du hast wahrscheinlich auch viel mitbekommen, der hat ja auch absolut kein einfaches Leben und hat sau viel durchgemacht. Und ich muss sagen, dann trotzdem noch so einen Optimismus in der Musik zu haben, ist nicht einfach, glaube ich. Ja, deswegen, aber der Kries ist herzgut, wir tauschen uns ja auch immer hin und wieder aus. Auch, ich hatte ja mal so, bevor ich Burn released habe, hatte ich so einen Stream, hatte ich so einen kleinen emotionalen Breakdown, bekam mir ein paar Tränen. Habe ich ein bisschen von meinem Leben erzählt, von meiner Schwester und so. Weißt du, das war ein sehr persönlicher Stream so. Ja. Und der ging mir an einem Punkt sehr nah und danach hatte der Kries direkt meiner Schwester geschrieben, so, ey, ich weiß, du hast die Lungenembolien und hier und da, so, ich wünsche dir viel Gesundheit und viel Glück und so, der hat sich das direkt, ich weiß nicht, wie er das herausgefunden hat, ah, okay, das könnte bestimmt seine Schwester krass. So, nette Sprüche da, weißt du, meine Schwester auch. Und sag eigentlich, wie sagt die, mir alle egal, Kries. Kries, total lieber Junge, so, weißt du? Voll. Die sagt, ja, da kannst du machen, mit wem du willst, aber Kries, der ist sehr, sehr ein herzensguter Mensch, hat die immer gesagt. Die so, den hab ich gerne. Wenn ich ihn sehen würde, würde ich ihn umarmen. Weißt du? Ich hab auch immer so das Gefühl, wenn ich seine Songs höre, so, ich will den in den Arm nehmen, weißt du? So von wegen der, die Welt ist gar nicht so scheiße, weißt du? So, Bro, alles wird irgendwie gut, aber ich finde, er macht das halt echt gut, Mann. Und wirklich, deine Musik ist, die ist was Einzigartiges. Also ich finde, ich wüsste zum Beispiel jetzt keinen, den man mit ihm vergleichen könnte. Vorhin haben wir gesagt, ja, der rappt ein bisschen wie Bones oder so, ne, ein bisschen. Ich finde, es gibt niemanden, der so wie Kries ist, was es aber auch wiederum schwieriger natürlich für ihn macht, weißt du, das sage ich ihm auch sehr oft, er ist so ein herzensguter Mensch und herzensgute Menschen kommen leider nur schwierig und langsam voran, dafür aber richtig, weißt du, dafür mit der Zeit und dafür kriegt er auch Fans und Zuhörer, die es ernst meinen und nicht nur wegen einem Hype vielleicht da sind und direkt nach einem Hype wieder weg sind. Seine Community. Richtig. Wenn der jemanden gewinnt, dann gewinnt er den richtig. Richtig. Und dann gewinnt er mit Herzen, weißt du, er gewinnt jetzt nicht mit, oh, super krasser Flow, der war alles stabil und so weiter, ne, aber er finde ich, packt die Leute am Herz so und das macht er richtig. Wobei der bei Gefühlschaos, ist ja jetzt die EP, ne? Oder was ist das jetzt? Ja. Gefühlschaos, Kries muss irgendwann mal einen Song machen, so als ganz krassen Kontrast. Einmal so gar nicht lieb. Einmal so, du musst doch irgendwo mal was kompensiert haben. Diese ganzen du musst den Hass doch irgendwann mal rauslassen. Es muss mal einen Track geben, wo ich so sag, so, okay, mit dem will ich, also, mit dem, als er den Song aufgenommen hat, wollte ich rausgehen, so. Ich habe mich angesprochen gefühlt, so als Arschloch, so. Weißt du, das stimmt. So, das vielleicht stimmt. Mal ein Song, wo er so kompensiert. So, einmal, so, weißt du, was ich meine? Das käme auch so mal. Einmal auf den Tisch hauen. So, von wegen, ich habe alles durchgemacht und so weiter. Geht mir nicht mehr auf den Sack, ihr habt mir nichts mehr zu sagen. Sowas, irgendeine Thematik, die die ganze Zeit, ich kenne ja einen Kries, der regt sich ja auch mal manche Sachen auf. Aber weißt du, was der Kries aufregen ist? Ich höre es über WhatsApp aus. Hey, das geht doch nicht. Das ist doch genau. Stimmt eigentlich. Und macht dann Audios, hey, aber das kennen denn. Dann denke ich mir so, wie, Alter? Das heißt, hey, Alter, was machen die da mit mir? Und so einer fehlt auf Gefühlschaos beispielsweise, sag ich dir. Ja, stimmt. Der letzte Song, den wir gehört hatten, war so ein Afro-Ding. Ja. Wo ich auch meinte so, okay, ist echt schön. Ne? Also gerade zum Sommer hin und so weiter kann ich mir gerade so Afro vom Sound her, bei seiner Stimme, mit der Gesangsstimme, na, kann ich mir mega vorstellen. Aber jetzt, wo du es sagst, so als Kontrast, so ein... Ja. So, weil das so Gefühlschaos, ey, da kommt alles. Mann, so eine Abrechnung, weißt du? So ja, einmal so, ja, das hat mich aufgeregt. Ja, also, das hat mich aufgeregt. So, verstehe ich. Jetzt mache ich einmal den Mund darüber auf. Ich will keinen schlecht reden, aber ich muss jetzt einmal taktlos werden. So, einmal Tacheles. Einmal, Alter. Einmal so. Geil, Mann. Definitiv. Kries, Liebe geht raus, Brudi. Vielen, vielen Dank. Wie immer eine Freude. Geil. Nichts mehr als Chaos. A cause du l'argent. Ich liebe es, wenn er Französisch singt, ne? Mhm. Boah. Wir wollen raus hier. Da denke ich mir auch, flüster mir ins Ohr, Alter. Gefährlich. Gefährlich.
Boah, schönes Ding, Brudi. Ach, nur Liebe an dich, Brudi, für die Diebe-Playlist. Rein da.